Energy is a matter of course, has become so natural in our everyday life. We are used to the fact that energy is always available and we depend on it. Most of us have used this morning energy for transport in order to come to Bristol Hotel. Some of us have come by public transport, others by either electric or fossil fuel driven cars. And all of us, we have already used a lot of energy this morning. Wie sichern wir unsere Energie auch in Zukunft? Mit dieser Frage beschäftigten sich Vertreter der Energiebranche auf Einladung der deutsch-norwegischen Handelskammer. Die Themen werden sich aktuell jeweils der Marktentwicklung auch anpassen. Und in diesem Jahr sind wir natürlich sehr geprägt durch einen sehr unruhigen Markt, Öl- und Gasmarkt, der auf der einen Seite charakterisiert ist durch sinkende Öl- und Gaspreise. Thema 2, das Investitionsvolumen geht nach unten. Und das Thema 3 ist, dass damit ein erhöhter Kostendruck auf die Öl- und Gasindustrie aufgebaut wurde innerhalb der letzten Monate. But we have not only the gas sector where we are working very close together, but it's also the renewables. We have already talked very much about the NordLink, and again my thanks to the government that this link has been, the license has been given. I now look very much forward and hope for the final investment decision so that this whole cable will go forward either in 2018 or as things tend to slip sometimes in big issues in 2019. Vi tenker at det vil bidra til at vi kan få mer fornybar energi på begge sider av kablene, fordi vi har helt ulike måter å produsere på. Vi har vannkraft, mens Tyskland har vindkraft og solkraft. Så når det blåser og sola skinner på kontinentet, så kan vi kjøpe fra Tyskland. Når det ikke blåser og sola ikke skinner, så kan vi selge vannkraft til Tyskland, og det en veldig god utveksling. So what has changed that you now think it's a good idea and that you that Norway want to play an important role in the German energy turnaround? I think there are several aspects there. One thing is that our analysis and other analysis I've seen says that we will have a large power surplus in the Nordic countries and in Norway in 2020 after we have built more renewable energy. That means that in some parts of the year, especially in the summer, we will have a surplus, and then it's profitable for Norway as such to export our energy. And then it's also a matter of some years when there's dry and cold seasons, actually we will have a better security of supply. And I think you had a graph saying that it would be 1500 hours import to Norway, 2500 hours of export from Norway. So even though it's probably going to be more export than import in a situation like what we will have in 2020, people see it's exchange. It's not just exporting power from Norway. Die Veränderungen im Energiemarkt sehen die Unternehmen mit Sorge. Det som litt spesielt nå i disse dager, disse tider, det jo at vi har fått en såpass spent politisk situasjon i Europa. Og samtidig så har vi ikke de hjelpemidlene som vi tidligere hadde. Altså, tidligere, hvis du ser på forholdet mellom Norge og Tyskland, så var dette regulert egentlig gjennom kalde monopoler. Det var en form for planøkonomi, hvor man kunne ta hensyn til politisk utvikling. I dag hele markedet dominert av kommersielle aktører, og det ingen mekanismer for å samordne den virksomheten som tidligere var samordnet gjennom et gassforhandlingsutvalg som hadde kontroll på eksporten, og tilsvarende en tysk aktør som hadde mer eller mindre kontroll på importen. Was mich auch schon ermutigt ist, dass wir alle in dieselbe Richtung denken, auch wenn es Varianzen in den Vorhersagen gibt, aber ich denke, das ist normal. Und ja, und ich denke auch mit der Offenheit, mit der wir heute diese Themen diskutieren, hat mich bisher auch sehr beeindruckt. So offen die Akteure untereinander diskutieren, so klar formulieren sie auch ihre Wünsche an die Politik.
Was erwarten sich deutsche Unternehmen von der norwegischen Seite? Also erstmal würde ich mir wünschen, dass Norwegen weiter an uns glaubt, dass wir auch zusammen an Lösungen arbeiten, die Gas wieder zurückbringt in den deutschen Markt. Ich würde mir von Norwegen auch wünschen, dass wir weiter fair miteinander umgehen, was die Vermarktung von Erdgas angeht, dass man deutsche etablierte Netzwerke und Vertriebskanäle weiter verstärkt nutzt, auch norwegisches Gas hier an den Mann oder an die Industrie zu bringen. Und dass wir weiter einen konstruktiven Dialog führen und wie bisher auch uns deutschen Firmen hier ermöglicht, in Norwegen unser Geschäft weiter auszubauen, so dass, wenn es sich lohnt, Gasfelder zu entwickeln, dass wir gleich vorne dabei sind. Und was wünschen sich die Norweger von Deutschland? Mehr Zusammenarbeit, både intern mellom de tyske selskapene, som aktører i Norge. Og jeg ville ønske meg også en klarere signaler fra Tyskland knyttet til energiforsyning, energisikkerhet. Welches Fazit lässt sich am Ende dieser 5. deutsch-norwegischen Energiekonferenz ziehen? Ich würde spontan zwei Punkte nennen. Auf der einen Seite ist, glaube ich, deutlich geworden, dass die Frage der Energiesicherheit für Europa nicht nur eine kaufmännische Frage ist, sondern gleichzeitig im Moment auch eine politische Frage. Die Konferenz wurde da sicherlich beeinflusst, auch durch die Diskussion Ukraine und Russland. Und wir müssen, glaube ich, auch sehr eng als Wirtschaft mit der Politik dabei zusammenarbeiten, dass wir in der Zukunft wieder dauerhafte Lösungen haben. Das zweite Thema ist die Energiewende in Deutschland. Sie hat gezeigt, dass wir in der Zukunft weniger Gas von Norwegen exportieren werden. Norwegen exportiert heute 40% seines Gases nach Deutschland. Das ist so ein großer Anteil, dass sich Norwegen an der Stelle natürlich auch Gedanken machen muss, was ist unser nächster Schritt. Und wir haben heute auch über das Kabelprojekt gesprochen. Das Kabelprojekt ist damit natürlich eines der Zukunftsprojekte für beide Länder. Es hilft der deutschen Seite bei der Energiewende, es hilft auf der anderen Seite Norwegen natürlich auch, weil es ein neues Businessmodell ist.